Guten Morgen! Ihr spielt mit dem Gedanken zu einer pflanzlichen Ernährung zu wechseln oder zu einer veganen Rohkosternährung, aber schafft es nicht dieses auch umzusetzen und bist darüber unzufrieden? Dann ist das Video genau das Richtige für dich. Denn die Frage ist, wenn du sagst, dass du es möchtest, aber es nicht schaffst, warum schaffst du das nicht? Denn du bist eine Person, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum lebt, der auf jeden Fall bezüglich ihrer Ernährung erlaubt ist, frei zu denken und danach auch zu handeln. Also du darfst zum Veganer oder zum Rohköstler werden. Bis hier erstmal klar, du der Mensch, der du bist, der darf zu einer anderen Ernährungsform wechseln. Und es ist ja auch dank der reichhaltigen Information rein faktisch absolut möglich, Veganer zu werden oder Rohköstler zu werden. Es ist möglich, das ist der erste Punkt. Es ist möglich. Jetzt sagst du, dass du, also der Mensch, dem erlaubt ist, zu einer anderen Ernährungsform zu wechseln und dem es von der Sache her möglich ist, dass du das auch willst, dass du zu dieser Ernährungsform wechselst. Also es ist dir möglich und du willst. Betrachten wir mal deinen Willen. Was denkst du über deinen Willen? Hat er für dich eine Bedeutung? Ist es wirklich wichtig, was du willst? Oder ist der Wille einfach für dich so etwas wie ein kleiner Mann im Kopf, der dir sagt, was man tun könnte und ja, was du tun würdest, wenn es dir eher so in den Schoß fallen würde, aber eben nicht dafür bereit bist, auch etwas zu tun. Denn wenn du bereit bist, etwas zu tun, was möglich ist, dann würdest du deine Ernährung ja umstellen. Ist ja Fakt, weil es ja möglich ist. Aber wenn du nicht bereit bist, das zu tun, was notwendig ist, dann ist dir dein Wille einfach nicht wichtig genug. Das ist in Ordnung, das ist jetzt einfach nur ein Fakt, das ist eine ganz normale einfache Herleitung. Dein Wille ist dir nicht wichtig genug. Dein Wille, das wovon du sicher denkst, dass es eigentlich das sein sollte, was dich auch ein bisschen ausmacht, was dich vielleicht auch einzigartig macht und was auf jeden Fall dein Leben auch ausmacht. Dieser Wille spielt de facto bei dir nur eine untergeordnete Rolle. Denn wie du wirklich handelst, ist so, wie die Unternehmen das möchten. Das ist so, wie die Gesellschaft es will oder irgendwelche anderen Interessensgruppen, die du wichtiger erachtest als deinen eigenen Willen. Das Unternehmen McDonald's hat zum Beispiel den Willen, dass du hin und wieder bei ihnen ein Stück totes Fleisch isst und sagen dir das in Form von Marketing und Werbung. Und damit werden dann ihre Unternehmensgewinne gesteigert. Der Bayer-Konzern zum Beispiel möchte, dass du generell viele tierische Produkte konsumierst und auch andere gesundheitsschädliche Dinge tust, damit du in den Kreislauf der Symptomunterdrückung durch Medikamente kommst. Die Gesellschaft zum Beispiel, die möchte Menschen, die ähnlich ticken wie die Menschen in der Gesellschaft selber, um sich verbundener zu fühlen und den Stress und die Angststörung einer modernen, durch Erfolg und Geldstreben manipulierten Gemeinschaft, ja, das irgendwie besser zu ertragen, anstatt neidvoll auf andere Menschen zu schauen, die glücklich sind, obwohl sie nicht erfolgreich sind und kein Geld haben, die eigentlich gar nicht glücklich sein dürften, aber die sind glücklich. Ne? Deswegen ist die Gesellschaft daran interessiert, dass du ihre Interessen bedienst. Diese ganzen Interessensgruppen, dieser Willen, das ist dir offensichtlich wichtiger, weil so handelst du. Denn es ist dir jederzeit möglich, Veganer zu werden. Schau dir mein Video vom ersten Tag der Umstellung oben in den Infokarten an. Ich habe den Abend zuvor noch 1 Kilo rohes Mett mit 10 Brötchen gegessen zum Abend und war im Ernährungsbereich zu dem Zeitpunkt 35 Jahre lang Sklave meiner Konditionierung. Also das, was ich gelernt habe, was wichtig zu sein hat, nämlich dass es gut schmeckt. Doch dass dieses gut schmecken nur eine Vertrautheit ist und mir wirklich nicht gut schmeckt, dass das Schmecken an sich schon die Konditionierung war, weil es gedanklich ausgelöst ist, weil meine Eltern ihrerseits ihre Konditionierung natürlich auf mich im besten Wissen und Gewissen, das ist klar, übertragen haben. Das habe ich alles nie wahrgenommen. Was ist denn jetzt heute mein Wille auf die Ernährung bezogen? In erster Linie möchte ich mich so ernähren, wie es natürlich ist. Denn nur durch eine artgerechte Ernährung wird man zufrieden, bleibt man gesund und schwingt vor allem in Resonanz mit dem Leben, was seinerseits auch wieder insbesondere vor geistigen Krankheiten und Unzufriedenheiten schützt. Daher habe ich, weil ich das wollte, auch mal die vegane Ernährung ausprobiert. Da ich in vielen anderen Dingen in den vergangenen Jahren persönlich erlebt habe, wie mich meine Konditionierungen gesteuert haben und nicht mein Wille. Also musste ich erstmal bei der Ernährung herausfinden, was mein Wille überhaupt ist. Und das kann man eben nur, wenn man auch Erfahrungen sammelt und Dinge ausprobiert. Und zumindest das war mein Wille. Ich wollte vegan ausprobieren. Ich wollte nicht vegan bleiben oder habe ein anderes fixes Urteil gewählt, was mir gar nicht zusteht aufgrund der fehlenden Erfahrung. Nein, ich wollte vegan ausprobieren. Aber ich wollte das und habe dadurch ja
auch keine Restriktionen in meinem Kopf gehabt, die viele von euch haben, die vegan wollen, ne, die, wo ein Unwohlsein kommt. Ich wollte es ausprobieren. Und wenn ich es wollte, also keine tierischen Produkte mehr zu essen, dann musste ich darauf auch nicht verzichten. Ein Veganer muss nicht auf tierische Produkte verzichten. Zumindest nicht dann, wenn er vegan sein will. Und genauso wollte ich das damals. Ich wollte auf tierische Produkte verzichten. Ne? Ich musste sie nicht. Und deswegen verzichte ich da auch nicht, sondern ich will einfach keine tierischen Produkte essen. Es war mein Wille, es auszuprobieren. Und als ich das erste Mal erkannt habe, dass ich das wirklich wollte und mir mein Wille wichtiger erscheint als der Wille derjenigen, die mich jahrelang, jahrzehntelang beeinflusst haben, dann gab es für mich überhaupt keinen Zweifel mehr, dass ich es ausprobieren musste. Wer bist du denn, wenn du nicht deinem Willen folgst? Oder wer bist du denn, wenn du andere für dich entscheiden lässt? Stell dich mal vor den Spiegel und schau dich an und frage dich, wer da im Spiegel steht. Wenn du realisierst, dass du nur eine Marionette der Umwelt bist, dass du eben trotz der Möglichkeit und trotz deines formulierten, explizit formulierten Willens nicht in der Lage bist, einfach anzufangen. Stell dich wirklich nach dem Video vor den Spiegel, schau dich an und sprich in dein Spiegelbild. Weißt du, was du mit dieser Einstellung wegwirfst? Dein Leben. Diese kurze Zeitspanne einer menschlichen Bewusstheit, diese Faszination, sich selber reflektieren zu können, sich selber über sich erheben zu können und durch die wunderbare Spielerei des Denkens Erfahrungen auf geistiger Ebene zu machen, die mit jeder Generation noch fantastischer werden. Sieh dazu auch meine kleine Videoreihe zur Quantenphysik oben in den Infokarten. Du stellst dich vor den Spiegel und formulierst deinen Willen, indem du sagst, dass du deine Ernährung umstellen willst. Und machst das dann aber nicht, sondern machst das, was man dir beigebracht hat und probierst es nicht einmal für ein paar Tage aus. Mache wirklich diese Erfahrung, das vor den Spiegel stellen und das formulieren. Ich kann mir nicht, beim besten Willen nicht vorstellen, dass du ernsthaft dich selber so ertragen kannst, wenn du dich im Spiegel siehst, dass du einen Menschen im Spiegel in die Augen sehen kannst, der weiß, was er will. Aber seinen Manipulatoren, den Menschen oder den Unternehmen, die von ihm profitieren, sich komplett hingibt und seinen Willen einfach runterschluckt und die Konditionierungen machen lässt und weiter der Automat ist. Der weiß, was er will, aber seinen Kopf neigt und das Leben an ihm vorbeiziehen lässt mit all den wunderbaren Erfahrungen und Erlebnissen, die es bietet. Der sein Leben pflichtgemäß im Dienste des Willens von anderen abspult und irgendwann stirbt. Dass diesen einen Moment in der universellen Unendlichkeit, wo er das menschliche Bewusstsein in dieser Form, wo er es jetzt hat, einfach nicht realisiert. Wenn du Veganer oder Rohköstler werden willst, dann tu es. Denk nicht darüber nach, sondern starte sofort und sei es. Sei das, was du willst. Die Schwierigkeiten, die kommen werden mit dem Genuss und so weiter, die kannst du dann als Veganer oder als Rohköstler, also der Mensch, der du bezüglich der Ernährung sein willst, lösen. Die kannst du aber nicht vorher lösen, wo du noch nicht mehr der Mensch bist, der die Probleme dann eventuell bekommt. Das kannst du nur dann lösen, wenn du Veganer bist, wenn du Rohköstler bist. Mit einem neuen Ich, einem neuen Sein und den damit verbundenen neuen Verhalten und auch Denkweisen. Wenn du dich ändern willst, dann ändere dich. Wenn du es nicht willst, sondern der Sklave der Unternehmen, des Marketings, der Gesellschaft sein möchtest, dann rede nicht davon, dass du etwas willst, weil dann gibt es kein Du. Und dann, wenn du dir das wirklich annehmen kannst, kannst du damit eine andere sehr wahrhaftige Schwelle überschreiten. Denn dann ist es ja auch egal, ob du stirbst oder lebst, da du nicht existierst. Und das dann auch wiederum natürlich eine Weisheit wäre, die mit Sicherheit noch viel wichtiger für dich und dein Leben wäre. Aber die Menschen sind eben nicht so konsequent, wenn sie davon reden, dass es kein Du gibt oder wenn sie das realisieren würden, sondern sie reden immer wieder davon, dass sie gesund sein wollen und sie sich auch entsprechend gesund ernähren wollen, aber es nicht schaffen, damit eben so konsequent anzufangen. Ne? Anstatt klar und deutlich anzuerkennen, dass sie nichts wollen, dass sie keinen freien Willen haben, aber dieses Nichts mit einer Persönlichkeit, die Geld hat, die erfolgreich ist und so weiter verkleiden und denken, sie hätten einen freien Willen. Diese Absurdität und dieses energetische Ungleichgewicht, was man in so einer sich selbst belügenden Atmosphäre aufbaut, das führt dazu, dass man geistig wie körperlich erkranken muss und dann natürlich stirbt. Um dann glücklicherweise durch die Zersetzung und Verwesung von der Natur schnell wieder dem universellen Kreislauf zugeführt werden zu können, um etwas Neues, Gesundes und Wahrhaftiges zu erschaffen. Und nicht diese Farce, diese Lüge, diese Einbildung eines eigenen Lebens, die du im Spiegel siehst, wenn du dir das sagst.
Wenn du etwas willst, dann beweis dir, dass du etwas willst und hör auf, dich selber zu belügen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, euer Christian, und vergesst nicht, in den Spiegel zu gucken.